Also, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Johannes Loh. Ich bin Sales Trader bei Yondo Markets und heute werden wir uns ansehen natürlich den DAX und einige andere Indizes und dann auch noch Währungen und Rohstoffe. Und im zweiten Teil werden wir uns einen Top-Trader ansehen, der auf unserer Handelsplattform aktiv ist. Und bevor wir das tun, gebe ich hier noch einen wichtigen Hinweis, nämlich dass alles, was heute hier besprochen wird, ist keine direkte Aufforderung zum Handeln oder einem Top-Trader zu folgen. Es dient lediglich zur Information. Die letztliche Entscheidung zu einem Handel oder Top-Trader bleibt beim Teilnehmer selbst. Also, dann gehen wir gleich mal hier rein in diesen Chart und zwar ist das natürlich der DAX und der Germany 30 und hier ist der Stundenchart zu sehen und wenn wir hier etwas mit dem Mausrad rausscrollen, dann können wir natürlich hier gleich sehen, dass hier eine Unterstützungslinie ist und hier eine Widerstandslinie und hier nochmal eine Unterstützungslinie. Und hier ebenfalls in diesem Bereich kann der nächste Widerstand zu finden sein. Auch hier gibt es einen markanten Wert. Also wenn wir heute uns in der letzten Stunde denn die Markteröffnung des DAX ansehen, dann sehen wir, dass sich der DAX hier nach unten bewegt hat, aber weiterhin immer noch in dieser Zone sich bewegt zwischen der 12.815 und der 865, also zwischen diesen 50 Punkten hier herum, weiter in dieser Zone sich bewegt, in der schon seit gestern sich befindet. Gestern nach anfänglichem bullischen Verhalten nach der Markteröffnung korrigierte er sich dann doch schnell und im Laufe des Tages ging es dann hinunter bis auf die 12.815 und bei diesem Wert stehen wir auch heute Morgen. Hat diesen Wert auch unterschritten hier auch in der letzten Stunde, aber hier sich hier dann auch wieder stabilisiert und die Auswirkungen des Gipfels letzte Woche oder am Dienstag sogar in Singapur. Wir wissen ja, der US-Präsident Donald Trump hat den nordkoreanischen Präsidenten getroffen in Singapur und dort hat man beschlossen, Friedensverhandlungen und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Und generell sind das ja sehr gute Nachrichten. Aber die Märkte haben darauf jetzt nicht sonderlich reagiert, sondern im Gegenteil fast sogar schon hier mit dem Preisverfall reagiert. Und aktuell ist es so, dass hier noch einige wichtige Wirtschaftszahlen erwartet werden. Und so in diesem Abwartemodus befindet sich der DAX. Wenn wir uns hier zum Vergleich ansehen, einen Index, so, das ist hier der US Tech 100, das ist der Tageschart hier, den wir hier sehen. Und also seit Beginn des Jahres, wir können hier sogar noch weiter rausscrollen, ja, bis seit Mitte des letzten Jahres. Und ja, 2017 natürlich legendäres Jahr mit dem Anstieg mit dem bullischen Anstieg der Indizes und es war ja 2017 eines der besten Jahre für Aktien überhaupt und das sehen wir hier natürlich auch mit diesem Aufwärtstrend ganz stark und erst hier im Beginn des diesen Jahres hat sich das etwas dieses bullische Verhalten etwas korrigiert, aber jetzt in den letzten Tagen konnte der Nasdaq dann auch wieder neue Rekorde dann erreichen und da sehen wir auch hier diese Zone,
ist jetzt hier, hier war der letzte Rekordstand und hier bildet sich dann auch wieder eine Unterstützungslinie aus. Das heißt, wir können hier erwarten, dass der US Tech 100 dann in diesem Bereich dann hoffentlich dann auch bleiben wird und durch diesen neuen Rekord dann möglicherweise wieder neue Impulse erhalten wird, weiterhin nach oben. Also auf den Börsenmarkt in den USA scheint alles sehr positiv hier aufgenommen worden zu sein. Als Währungspaar sehen wir uns natürlich auch an, ganz wichtig, Euro, US-Dollar natürlich. Und hier sehen wir, dass sich hier dann auch wieder eine Unterstützungslinie ausbildet bei 1,17,3, wo wir jetzt auch gerade stehen. Und ja, was können wir sagen, dass da hier sich eine Unterstützung ausbildet und in den nächsten Stunden sich das dann entscheiden wird, ob der Euro weiterhin ansteigen kann, nachdem er hier kürzlich einen weiteren sehr tiefen Wert erreicht hat. Dann können wir hier natürlich auch sehen, ob er sich hier in diesem Bereich, der hier ein paar Mal sich als wichtige Zone erwiesen hat, diese 1,17,3 hier, ob er hier sich da weiterhin nach oben oder nach unten bewegen wird. Und das wird sich dann in den nächsten Stunden dann auch zeigen. Im Moment diese Seitwärtsbewegung, die wir hier sehen, natürlich auch aufgrund der bevorstehenden Daten, die wir dann auch gleich besprechen werden. Also Euro, US-Dollar auch im etwas im Abwartemodus. Auch warum jetzt der Euro jetzt nicht weitergefallen ist, ist auch das Beginn der Woche aus Italien gute Signale kamen, dass nämlich die dort neu geformte Regierung sich zum Euro bekannt hat und jetzt keinen Ausstieg aus der Eurozone mehr erwägen wird. Und das trägt natürlich sehr stark zur Stabilisierung des Eurokurses bei. Also hier ist ein Faktor aus Italien, der da zur Destabilisierung wegfällt. Also kann das dann auch natürlich wieder mehr zu den bullischen Faktoren für den Euro dann auch gelten. Aber natürlich sprechen auch sehr viele bullische Faktoren für den US-Dollar. Und ja, das werden wir dann auch in Kürze besprechen. Wenn wir uns da hier ansehen, dann natürlich auch immer die Rohstoffe Gold hier unter der 1300 Dollar Marke, die wir hier da finden. Und ja, da sehen wir natürlich sehr gut, die 1300 ist hier sehr signifikanter Wert, der hier als nächstes überschritten werden sollte für die Goldbullen. Und wenn man bärisch ist, natürlich sollte hier dieser Wert natürlich nicht überschritten werden. Und hier sehen wir bei der 1290 hier auch wieder in den letzten Stunden auch etwas, hier eine Zone, die natürlich auch als Unterstützungslinie gilt. Und auch hier im Gold gilt dann auch in den letzten Stunden die abwartende Haltung vor den neuen Wirtschaftszahlen. Was ist letzte Woche noch passiert? Und zwar auf den Aktienmärkten. Deutsche Post, ja, natürlich gab es da die Gewinnwarnung, obwohl mehr Pakete versendet wurden, konnten jetzt nicht mehr Gewinne eingefahren werden, sondern eben im Gegenteil sind noch Verluste zu erwarten. Und dadurch gab es hier diesen Kursverfall zu Beginn der Woche oder letzte Woche. Und auch Beginn dieser Woche ist dann auch der Vorstand Jürgen Gerdes auch zurückgetreten. Und das wurde dann nach dem Börsenschluss verkündet. Und das ist natürlich eine Änderung hier im Vorstand der Deutschen Post. Und es musste ja natürlich was geschehen nach diesem Sturz. Und man wird dann eben weiterhin sehen, ob sich
dieser Kurs hier weiterhin hier ein Boden gebildet werden kann. Einige Analysten hatten ja natürlich die Deutsche Post natürlich nach unten revidiert und um die 30 Euro hier aktuell, dann sind es eben 29 Euro und man kann eben annehmen, also nach den Analysten, dass hier dann natürlich unter 30, dass hier ein Boden gebildet wird und dass sich das möglicherweise als Kaufszeitpunkt dann sich erweisen könnte. Weiterhin auf den Finanzmärkten gab es natürlich noch zu Bitcoin eine negative Nachricht und zwar wurde da wieder mal eine dieser Börsen gehackt und zwar in Korea, die koreanische Börse Coinrail und da wurden umgerechnet 30 Millionen Euro dann gehackt und die unmittelbare Reaktion des Bitcoin-Kurses war natürlich hier eine starke Kurskorrektur und das sehen wir wieder, dass Bitcoin natürlich sehr volatil ist, aber natürlich auch, wie auch bei der Deutschen Bank eben, kann es natürlich sein, dass das natürlich wieder eine Gelegenheit zum Einstieg ist. So, gibt es denn Fragen, bevor wir zu den nächsten Punkten kommen? Also die nächsten Termine zum Handeln, das sind heute um 16.30 Uhr natürlich die Rohöl-Lagerbestände und dazu können wir uns natürlich gleich ansehen, die Ölkurse. Hier Brent weiterhin hier über der 75, also hier. $75 als Unterstützungslinie hier natürlich sehr wichtig. Und hier wurde es auf $74 sogar runtergehandelt vor 2 Wochen. Aber generell sollte es über der $75 Marke bleiben und 65,60 im Moment. Und ja, um 16.30 Uhr, wie gesagt, die Zahlen zu den Öllagerbeständen in den USA. Was dann natürlich in dieser Woche noch vorfällt, also das ist eine recht ereignisreiche Woche, also am Wochenende der G7-Gipfel, wo wir natürlich wissen, dass der US-Präsident Donald Trump diese Erklärung nicht unterzeichnet hat. Und am Dienstag dann das Treffen mit Kim Jong-un in Singapur und dann natürlich auch die Bildung der neuen Regierung in Italien. Und was dann heute Abend noch bekannt gegeben wird, ist der Zinssatz der Fed. Und zwar gab es natürlich diesen Monat natürlich gute Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt, die Non-Farm Payrolls und da gab es wieder sehr gute Zahlen zu den neuen Beschäftigungen. Und auch die Arbeitslosenquote mit 3,8%, so niedrig, wie es fast nur gehen kann. Und das ist natürlich ein sehr positives Zeichen für die US-Wirtschaft und natürlich ein Indiz dafür, dass die Inflation demnächst auch wieder ansteigen kann. Und somit ist das ein Startsignal oder ein positives Signal für die Fed, die ja ihren Zinssatz da graduell anheben möchte und in den letzten Sitzungen das auch immer wieder getan hat. Und eben auch heute um 20 Uhr wird dann nochmal der nächste Zinsschritt bekannt gegeben. Es wird sehr stark davon ausgegangen, dass das schon eine beschlossene Sache ist und der US-Zinssatz wieder um 25 Basispunkte angehoben werden wird.
also um 20 Uhr und dann eine halbe Stunde später dann auch die Pressekonferenz dazu. Und was da vielleicht interessant sein wird, ist die nächsten Zinsschritte, also in den nächsten Schritten, in den nächsten Quartalen, ob jetzt da der Zinssatz noch einmal angehoben wird oder zweimal oder vielleicht gar keinmal. Aber es ist natürlich der momentane Trend, wird wahrscheinlich darauf hinweisen, dass der Zinssatz dann wahrscheinlich doch in diesem Jahr noch zweimal hier angehoben werden wird. Dann am morgigen Tage, dann auch kommt noch so sogar die EZB auch noch dazu. Mario Draghi mit seinem QE, Quantitative Easing Programm, also Aktienanleihenkaufsprogramm. Und zwar wird um 13.45 Uhr morgen am Donnerstag der Zinssatz bekannt gegeben. Es wird da jetzt keine Änderung erwartet. Und auch in der offiziellen Stellungnahme wird jetzt keine Änderung des Anleihenkaufsprogramms erwartet. Könnte aber sein, dass um 14.30 Uhr, wenn da die Pressekonferenz dazu beginnt, dass da Mario Draghi es verlautbaren wird, also mündlich verkünden wird, ob jetzt dieses Anleihenkaufprogramm dann nun mit Ende dieses Jahres dann auch gekürzt wird, eingestellt wird, gestoppt wird. Aber jetzt wird es nicht schriftlich verkündet dann und durch diese Verlautbarung wird da etwas hier der Druck von dieser Meldung genommen. Aber natürlich wird das sehr interessant werden, ob jetzt diese Politik weiterhin so fortgesetzt wird oder diesen Jahres oder demnächst in Kürze dann auch wieder eingestellt wird. So, also das war es mal mit dem Wirtschaftsteil. Gibt es denn dazu Fragen, bevor wir zum Top-Trader kommen, der auf unserer Handelsplattform handelt? Also wenn es Fragen gibt, haben Sie natürlich die Möglichkeit, hier die einzugeben. Und wenn es keine Fragen gibt, dann werden wir uns dann gleich mal wieder dem Top-Trader widmen. Also wir stellen ja jede Woche einen Trader vor, der auf unserer Handelsplattform aktiv ist, um dann das ganze Spektrum vorzustellen und auf interessante Gesichtspunkte hinzuweisen. Und diese Woche ist es der Trader BioTrade. Und zwar ist es hier ein Real Money Trader, wie wir hier sehen können. Also er hat sein eigenes Kapital eingezahlt und handelt auch damit. Hier sehen wir, dass er die fünfte und höchste Karrierestufe erreicht hat. Und dann sehen wir hier auch den Risikoscore mit 1, das ist der niedrigste. Und das zeigt die Tendenz dieses Traders, ob er riskant handelt oder weniger riskant. Und hier mit 1, das ist das niedrigste Risiko. Er hat 89 Follower, Handelserfahrung mit über 10 Jahren angegeben und die Performance seit Beginn. Das sind 105%, also seit Beginn 2016, also seit über 2 Jahren schon handelt er und hat hier 105% an Profit erwirtschaftet. Also wenn Sie seit Tag 1 diesem Trader gefolgt wären, hätten Sie die Performance ebenso mit 105%. Der maximale Drawdown dieses Traders liegt bei unter 10%, knapp unter 10%, bei 9,95%. Und das ist relativ eine sehr gute Zahl, wenn wir wissen, dass die 25% maximaler Drawdown ja als Grenze gilt bei uns, wo man dann in der Karrierestufe zurückgestuft wird. Aber dieser Trader mit 9,95% da natürlich noch weit darunter. Hier sehen wir die einzelnen Monate, einige Verlustmonate natürlich dabei. Natürlich am wichtigsten ist die Gesamtperformance und hier hatten wir, wie wir schon gesehen haben, diese 105% auch dieses Jahr nur im März etwas negativ, ansonsten nur positive und Gewinnmonate. Die Kapitalverteilung, da sehen wir, dass zwei Drittel hier dann doch der Germany 30, also der DAX, gehandelt wird. Aber dann wird das Ganze auch noch diversifiziert durch Biotech-Aktien und auch Bitcoin wird da gehandelt.
offenen Positionen, wenn wir uns die ansehen, sind einige Bitcoin-Trades hier auch offen und dann auch einige andere Positionen hier, die gehalten werden und 20 Einträge insgesamt, also jetzt da nicht so überwältigend viele offene Positionen. In der Transaktionshistorie sehen wir, dass da ausschließlich mit Take Profit gearbeitet wird und auch, dass hier, das ist Long Short, also ob hier Long oder Short gehandelt wird und da sehen wir, dass hier ausschließlich Long-Positionen gehandelt werden und auch, dass diese Positionen auch manchmal am selben Tag gehandelt werden und doch andere Male dann auch über längeren Zeitraum gehalten werden. Wenn wir uns eine dieser Positionen ansehen, die hier ein Plus-Symbol daneben haben, hier beim Plus-Symbol anklicken, da sehen wir, was da an Gebühren dazugekommen sind. Und zwar sind das Finanzierungskosten einmal am 6.2. mit 17 Cent und die werden natürlich von diesem Trade abgezogen und somit ist der Nettogewinn hier 249,13 Euro. Wenn wir uns hier noch andere Positionen ansehen, auch hier einmal Finanzierungskosten. Hier für diesen DAX-Trade sind da viermal Finanzierungskosten dazu gekommen in Höhe von 4,16 Euro. Und somit der Nettogewinn 239,04. Wenn wir uns die folgenden Seiten ansehen, so sehen wir, dass sich das mit dem Take-Profit und den Long-Trades hier auch weiterhin fortsetzt. Und hier auch manches Mal dann auch wird dann auch manuell gehandelt, manuell der Exit dann auch betätigt, was dann auch bedeutet, dass dieser Trader natürlich auch seine Trades im Auge behält und dann auch schon mal manuell eingreift. Aber ja, genau, wie wir hier sehen, dann doch einige Male mit manuellem Exit. Gewinn und Verlust sind da dabei. Aber natürlich wichtig ist die Gesamtperformance. Und hier setzt sich das fort mit dem Take Profit. Also ausschließlich Take Profit und manueller Handel. Gibt es denn Fragen zu diesem Trader, bevor wir zum Abschluss kommen? Okay, wenn es denn keine Fragen gibt, dann danke ich auf jeden Fall für die Teilnahme und Aufmerksamkeit. Und falls Sie dann uns vielleicht doch noch kontaktieren möchten, so haben Sie dann natürlich die Möglichkeit, dies entweder telefonisch zu tun unter der 069-9675-9007. Also telefonisch die 069-9675-9007 oder unter der E-Mail-Adresse service@iondo.com. Ich danke für die Teilnahme und wünsche eine interessante Trading-Woche. Auf Wiedersehen.